Jetzt habe ich mich aber gerade wirklich erschreckt. Da bin ich ja beruhigt, Herr Dr. Vogt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, wir diskutieren heute einen Antrag der Regierungsfraktion, der lautet eine Open-Access-Strategie für Thüringen. Beim Titel dieses Antrags stellt sich ja zunächst einmal die Frage, warum der Titel nicht insgesamt auf Deutsch formuliert wurde. Ich finde ja vor allem, Frau Hempfing, vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, dass es nicht jedes Mitglied Ihrer Regierungsfraktion fehlerfrei auf Englisch aussprechen kann. Da sollten Sie vielleicht dann auch mal drüber nachdenken. Also, ich finde es schade, zum einen, weil eben unsere so schöne deutsche Sprache nicht genutzt wird, obwohl es ja unproblematisch möglich wäre. Zum anderen, weil wir die Strategie linker Meinungsmacher, Ideologieprojekte hinter englischen Begriffen zu verbergen und so die Öffentlichkeit möglichst lange im Dunkeln zu halten, ja aus anderen Zusammenhängen kennen, zum Beispiel vom sogenannten Gender Mainstreaming. Und erst im letzten Plenum hat uns die Abgeordnete Katharina König ein Paradebeispiel linker Fantasien geliefert, als sie sagte, Sprache schafft Realität. Denn genauso arbeitet ja die Linke. Strategie der Linken ist es eben nicht, für uns und unsere Heimat eine gute Zukunft zu schaffen. Strategie der Linken ist es, ihre dumpfe Weltsicht durch die Hintertür in die Köpfe von Menschen zu bekommen. Wir als AfD sehen das anders. Unser Motto ist Mut zur Wahrheit. Und dazu gehört eben auch, in Anträgen klar und verständlich zu benennen, was man denn will. Wir diskutieren also heute über den freien, mithin für den Nutzer nicht zu bezahlenden Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und Forschungsergebnissen, insbesondere eben auch in elektronischer Form an den Thüringer Hochschulen, um alles, was Sie in Ihrem Antrag schreiben, ob auf Englisch oder Deutsch, einmal positiv zu formulieren. Ich finde es grundsätzlich richtig, über die bessere Nutzung elektronischer Publikationsmöglichkeiten an sich nachzudenken, denn Bibliotheken haben die Aufgabe, Bücher und Wissen für den interessierten Nutzer zugänglich zu machen. Und da besteht ja erstmal dann kein Grund, warum wir nicht auch neue technische Möglichkeiten wie elektronische Publikationen dazu nutzen sollten. Was aber nicht hinten rüberfallen darf, ist die Wahrung der Urheber- und Autorenrechte. Und dazu finde ich in Ihren Vorschlägen, in den Vorschlägen von Rot-Rot-Grün, leider gar nichts. Sie reden von Stärkung von Open Access und dahinter scheint der sozialistische Anspruch zu stehen, jedem gehört alles. Dem ist aber nicht so. Autoren, wissenschaftliche Publizisten haben eine geistige Leistung erbracht und das Ergebnis daraus ist ihr geistiges Eigentum. Dieses Eigentum muss geachtet und geschützt werden und das heißt, dass eine Strategie, die einen besseren Zugang zu diesen Publikationen ermöglichen möchte, auch umfassen muss, wie dieses Eigentum geschützt und wie also die Autoren auch entlohnt werden. Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und Honorierung der Leistung des Autors müssen in einen Ausgleich gebracht werden und dafür setzen wir als AfD uns ein. Und ich bin gespannt oder ich hoffe darauf, dass Sie den Antrag mal in den Ausschuss überweisen und bin dann gespannt, was noch kommt. Herzlichen Dank.